Halli, hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um OpenOffice Fußnoten. Ich zeige euch, wie ihr Fußnoten anfügen könnt und auch entfernen könnt. Also, wenn wir zum Beispiel unsere Fußnoten hier anfügen wollen, dann markieren wir die Stelle. Da gehen wir auf Anfügen und hier unten haben Sie Fußnote oder Endnote. Dort können Sie einfach da drauf drücken und sofort kommen einfach dieses Fenster hier und dort haben Sie die Möglichkeit, entweder automatisch einfach so zu machen oder Zeichnen einfach auch zu machen. Und hier können Sie einfach die Nummer angeben und wenn Sie fertig sind, dann können Sie auf OK drücken. Wir beginnen erstmal mit Automatik. Und zwar, wir drücken einfach jetzt OK und jetzt sehen Sie das Ergebnis hier unten. Das ist einfach so angefügt worden. Und wenn Sie zum Beispiel nochmal entfernen wollen oder löschen wollen, dann gehen Sie einfach auf Bearbeiten und machen Sie einfach Ihre Fußnote einfach rückgängig und sofort wird einfach alles sein, wie es von vorne an war. Also ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.